Ich hau ab. War sowieso an der Zeit, mal über einen anderen Job nachzudenken. Du hast mir also einen gefallen. Ich war ja fast schon. Nicht gern geschehen. Chase. Schätze, du wirst dich gut machen in der Gang. Schaff jetzt den LKW zu Vinnys Eisdiele. Er kennt dich zwar nicht, aber damit machst du gleich einen guten Eindruck. Ja, eben. Hey, hallo, ich bin... Ich habe beim Büro der Bürgermeisterin angerufen und sie haben mir versichert, dass die Polizei alle Kosten übernimmt, solange du nur Rex Fury schnappst. Na, das passt. Ich habe mir gerade einen LKW gebraucht, Upsa. Wenn du verstehst. Verdammt. Keine Sorge, tschüss. Ich höre Buch, seit Frank mir von dem Wagen erzählt hat, den du für Chan geklaut hast. Frank hat tatsächlich dran gedacht? Ich bin beeindruckt. Eigentlich wollte er mit dem Weihnachtsmann drüber reden, aber er hat mich zum Glück vorher gefragt. Er scheint tatsächlich aus seinen Fehlern zu lernen. Bin fast ein bisschen stolz auf ihn. Ich halte dich auf dem Laufenden, falls ich noch was mitgehen lasse. Verdammt. Ich sehe schon, hier muss ich vorsichtig jetzt fahren. Und das ist Mist. Mitten im Gespräch kommen da einfach so die Bullen an. Die wissen doch, dass ich... Na okay, die müssen eine gute Show bieten. Okay. Zip. Na, wo ist denn dieser Vinny? Und wie hieß Vinny nochmal mit Nachnamen? Gognitti? Nein. Das war ein anderes Spiel. Oh, fuck. Fuck, ich darf hier nirgends gegenfahren, wenn es geht. Und ich darf auch nicht jemanden gegen mich gegenfahren lassen. Damn it! Nein! Versuch es nochmal, gerne. Nochmal, bitte. Und diesmal fahre ich sofort los. Scheiß auf das Gespräch. Ich brauch Mo nicht so lange. Ja, ja, los. Hey, zack, zack. Wartest du schon lange? Überhaupt nicht. Der Wagen hier ist für dich. Gehört meinem Bruder, den ich nicht leiden kann. Ramponier ihn also ruhig. Keine Sorge. Keine Sorge. Bei meinem Fahrstil klappt das bestimmt. Wow. Hm. Das ist der LKW, den du stoppen musst. Los ins Mach ich. Auto. Zack. Und jetzt gib Gas. Ja, ja. Brums, brums, brums. Daneben. Und tschüss. Nicht wow, jetzt bin ich von einem Auto ins andere gestiegen. Schätze, du wirst dich gut machen in der Gang. Schaff jetzt den LKW zu Vinnys Eisdiele. Er kennt dich zwar nicht, aber damit machst du gleich einen guten Eindruck. Ja. Finde ich auch immer besser. Gleich sich vorstellen und auf den Putz hauen. Sie haben mir versichert, dass die Polizei alle Kosten übernimmt, solange du nur Rex Fury schnappst. Na, das passt. Ich habe mir gerade einen LKW geborgt, wenn du verstehst. Keine Sorge, ich führe Buch, seit Frank mir von dem Wagen erzählt hat, den du für Chan geklaut hast. Frank hat tatsächlich dran gedacht? Ich bin beeindruckt. Eigentlich wollte er mit dem Weihnachtsmann drüber reden, aber er hat mich zum Glück vorher gefragt. Er scheint tatsächlich aus seinen Fehlern zu lernen. Bin fast ein bisschen stolz auf ihn. Hm. Ich halte dich auf dem Laufenden, falls ich noch was mitgehen lasse. Ja. Das ist ja lieb. Oh, bitte ausweichen alle, bitte ausweichen. Ich tue euch auch nichts, wenn ihr ausweicht. So, da ist doch schon der Punkt, wo wir was abliefern sollen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Geht doch. Zum Glück keine Schüttel die Cops ab Aufgabe hier. Boah. Ich könnte jetzt headbangen mit offenen Haaren, aber nein. Ich hoffe einfach mal, dass der Ladevorgang hier nicht so lange dauert, aber wie mir scheint. Mach hinne. Ich hab nicht den ganzen Tag geht doch. War der Chef der größten Gang in Lego City. Und jetzt wollte er mich sehen. Seine Eisdiele war ein Treffpunkt für Ganoven aller Art. Da wären zum Beispiel Tony One Time, der alles immer nur einmal sagt. Hey!
Pauli Blindfolds? Nein, sag ihm, wir können uns heute nicht sehen. Lucky Pete? Freut mich! Hey! Hey! Hey, guck mal! Hier ist ein Glückspenny! Die Crayfish-Zwillinge? Sorry, falscher Tisch! Und Mikey Spoilers. Hör mal! Wenn du im Weltraumzentrum einen Planeten von der Decke haust, findest du einen geheimen Gegenstand. Weltraumzentrum? Ich glaube, das hat er ernst gemeint. Komisch wie? Was ist komisch dabei? Glaubst du, ich bin zu deiner Belustigung hier? Wie komisch? Entschuldige, Boss. Ich dann raus jetzt, du kleine Laster ab! Hey, du musst Chase sein. Was du für meinen Cousin getan hast, vergesse ich dir niemals. Entschuldige den Aufzug. Mein Kleiner hat Geburtstag. Sollte eine nette Überraschung sein. Du weißt ja, wie das ist. Die Dinger, die du mir besorgt hast, standen schon lange weit oben auf meiner Liste. Man nennt sie Farbwaffen. Und die nicht ganz so ehrenwerte Gesellschaft kann sicher was damit anfangen. Weißt schon, unsere Leute. Also, ich brauche jemanden, der so ein Ding mal richtig auf Herz und Nieren prüft und ganz nebenbei den Riesensmaragd aus der Lego City Bank im Zentrum klaut. Hättest du Lust, es mal auszuprobieren? Tja, wenn ich schon mal hier bin. Genau. Und keine Sorge, ich lese die Anleitung und klingel dann durch, um zu erklären, wie das Ding funktioniert. Viel Glück, Chasey. Oh Mann, immer diese Clowns. Ich meine, diese Clown-Bande, das hat man ja schon gehabt. So, und wir haben natürlich wieder mal einen Ladevorgang. Kann sowas nicht während der Sequenz passieren? Da sollen sie Filmsequenzen ablaufen lassen und dann ist gut. Dann reichen die Ressourcen wenigstens aus, damit man noch weiter laden kann währenddessen. Ach, Mann. Oder vielleicht wurde das ja schon. Es bleibt trotzdem noch so viel zu laden übrig, ich fasse es doch nicht. Das macht das Spiel richtig kaputt. Es ist trotzdem schön. So, ist dann bald mal fertig hier. Ich denke mal, das Let's Play wird so summa summarum, keine Ahnung, 15 Stunden gehen. Und davon entfallen so 6-7 Stunden auf Ladezeiten. Nein, das ist jetzt ein bisschen drastisch. Jetzt geht's weiter. Schön. Papalados. Und wir kriegen natürlich diese Farbwaffe. Yeah. Oh, damit wird's richtig übel. Manche Objekte brauchen eine spezielle Farbe. Denk daran, halte für den Zielmodus Y gedrückt, ziele danach. Ich habe was Neues für dich, Ellie. Werde wohl einen Banktresor knacken. Ach, welchen? Den in der Lego City Bank im Zentrum. Kein Problem. Benötigst du dabei Hilfe? Klar. Okay, gut. Auf dem Platz gegenüber der Bank wäre ein Eingang zum Abwasserkanal. Wow. Den nehme ich. Momentchen mal. Der Kanal? Wie wär's mit dem Haupteingang? Du willst zum Tresor? Der einzige Zugang ist durch die Lüftungsklappe über dem Raum. Und dahin kommst du nur durch den Kanal. Hattest du etwa einen roten Teppich erwartet? Ja. Schon klar. Danke, Ellie. So, das Vehikel, das hat ja jetzt, ich weiß nicht, das hat eine schöne Beschleunigung gehabt, aber danach war es dann wieder lahm wie ein lahmes Auto. Rums. Rums. Oh nein! Oh doch! Übertragungswagen sind doof. Taxis sind okay. Übertragungswagen sind doof, habe ich gesagt. Und jetzt müssen wir hier rein und dann. Ja, genau. Augen auf dem Straßenverkehr.
Und in anderen Verkehren auch. Was wollte die denn von mir? Und wieso habe ich jetzt schon wieder das Ding? Ach, egal. Ah, jetzt hier, Farbwaffe. Piu, piu. Piu. Und ich treffe sogar niemanden. Ja, doch, ich habe jemanden getroffen. Cool. So, hier komme ich doch hoch. Mein Bein. Ich will da hoch. Und zack. So, dann kriegen wir hier schon mal was. Hier kriegen wir auch noch mal was. Also diese Tausender Steinchen, die sind schon ganz nett. Ah, Farbwaffe. Okay. Dann benutzen wir die hier mal. Puh, falsche Farbe benutzt. Finde eine andere. Hm. Welche Farbe soll das Ding denn kriegen? Warte mal, was ist denn das überhaupt für ein Vieh? Das sieht aus, als müsste das gelb werden. Ja, das sieht man dort. Okay, aber wo soll ich denn Farben herkriegen für die Farbwaffe? Oh. Ums. Wertvolle Felsbrocken zerstört. Uhu. Und dafür kriege ich sogar goldene Steine. Geilo. So. Ach, aber wo ich Farben herkriegen soll? Au, ich wurde umgefahren. Naja, wir werden ja vielleicht irgendwann noch sehen, wie ich das machen muss. Oh, hier ist tatsächlich jetzt ein Brecheisen. An manchen anderen Stellen ist es ja auch, bei den Saves ist es ja zum Beispiel kein Brecheisen. Hui! So, jetzt machen wir das im Mario-Style. Ja, wir springen in, Abwasserkanäle, in Rohre, durch Rohre. Spezialauftrag, schmutzige Arbeit. Hm. Oh, da gibt es ordentlich viele Goldbarren, wie es aussieht. Was da für ein Schaden angerichtet wird und den. Und dafür soll die Polizei aufkommen? Beziehungsweise Hannis Eltern? Der Sache hier muss ich sehr, sehr lange duschen. Und Tomatensaft soll helfen. Hey, okay. Chase, bist du in der Bank? Ich bin in einem Kanal. Bist du falsch abgebogen? Ah, ich zieh dich nur auf. Ich habe die Bedienungsanleitung für die Farbwaffe gelesen. Und? Ja, erstmal musst du sie an einem Farbwechsler auffüllen. Spitze. Allerdings sehe ich hier im Kanal gerade keinen. Entspann dich. Irgendwas sagt mir, dass da unten irgendwo einer ist. Hm. Hoffentlich bekommt die Polizeistation Prozente bei einer Reinigung. Ja. Und das Ding ist auch nicht das, was ich suche. Ja, okay. Farbwechsler. Wir finden doch sicherlich irgendwo einen Farbwechsler. Das ist keiner, das ist einfach nur... Oh! Da ist eine Tür! Und die ist offen. Was haben wir da aufgenommen? Ah, natürlich! Ha. Gluck, 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 gluck! Und da finden wir einen Schlüssel! Wow! Ich will gar nicht wissen, wie dieser Schlüssel in die Kanalisation kommt. Den hat bestimmt jemand gegessen. Der Rest, den kann man sich selber denken. Upsa. Und zack. Einmal rumgedreht und dafür Tür wüsste ich offen. Gerne, wieso er in dieses Schloss passt. Diese rote Schaltfläche sieht wirklich wichtig aus. Rote Schaltfläche? Zeig mal her. Die da. Ah. Oh, ich kann gleich mehrere Sachen anvisieren. Okay, falsche Farbe benutzt. Das heißt, ich muss... Oh, müffelt es ja erbärmlich. Was kommt denn hier?
Ah, okay. Das Ding ist zu. Die Tür ist gleich offen. Der Hebel ist unten. Und Nummer 2 ist fertig.